Lied von der solidarischen Ökonomie. Jetzt ist die Zeit für eine solidarische Ökonomie. Herrschaftsfrei statt Barbarei. Jetzt ist die Zeit der Ermündigung. Jeder und jeder bezieht über das, was sie angeht. Arbeiter kündigen ihren Chefs, regeln gemeinsam Produktion und Verkauf. Demokratisch wird der Output geplant, in Kooperation, nicht in Konkurrenz. Jedes Geschäft ist transparent, nicht Profit regiert, sondern Notwendigkeit in unserer neuen Gesellschaft. Jetzt ist die Zeit für eine solidarische Ökonomie, herrschaftsfrei statt Barbarei. Jetzt ist die Zeit der Ermündigung. Jede und jeder bestimmt über das, was sie angeht. Stadtteile kümmern Stadtteilangelegenheiten, Wohnblocks, was den Wohnblock betrifft. Dörfer und Märkte von unten nach oben, von der Stadt zum Land, zum Kontinent, nicht dem Gewissen, sondern den Beschlüssen verpflichtet, damit Sitz und Stimme allen gehören in unserer neuen Gesellschaft. Kriege, Kriege, Hunger, Umwelttod, Finanzkrise, arbeitslos, Flüchtlingsdrama, Spionage, Arm und Reich, Verblödungsrundfunk, obdachlos und ohne Rechte, gedemütigt und ausgebeutet, versklavt, verarscht, genormt, erfasst, gebunden, gezwungen, zum Töten gedungen. Nein, das gibt es nicht mehr in unserer neuen Gesellschaft. Ökonomie, herrschaftsfrei statt Barbarei. Jetzt ist die Zeit der Ermündigung. Jede und jeder bestimmt über das, was sie Allgemein heißt es, wir leben in einer Demokratie. Aber stimmt es? Wann und wo leben wir denn in einer Demokratie? Bestimmt nicht im Arbeitsleben. ArbeiterInnen haben keinerlei Mitbestimmungsrechte darüber, was produziert wird, von wem und wie. ArbeiterInnen sind ihrer Arbeit entfremdet, wie der Marx sagen würde. Sie sind nur ein Rädchen im Getriebe, das in der Profitmaschine gefälligst nach Wunsch funktionieren soll. Sie haben keinen Bezug zu ihrer Arbeit, die Arbeit steht ihnen fremd gegenüber. Und nicht nur im produzierenden Gewerbe ist es so, auch im Dienstleistungsbereich. Ein Patient ist kein Mensch mehr mit Gefühlen und Persönlichkeit, sondern ein beliebiger Fleischklumpen, der operiert wird, einfach weil sie das rentiert. Natürlich versuchen die Pflegekräfte, die ihnen anvertrauten Menschen wirklich nach bestem Wissen und Vermögen zu versorgen. Sie wehren sich gegen die Entfremdung von ihrem einstigen Berufsziel, anderen zu helfen. Aber meistens vergebens. Im durchkapitalisierten Gesundheits- und Pflegesystem ist Menschlichkeit einfach nicht vorgesehen, weil Menschlichkeit Zeit kostet, sprich mehr Personal. Und mehr Personal schmälert die Profitrate. Beispiel Altenpflege. Mensch, muss sich das mal vorstellen. Die EigentümerInnen der meisten privaten Altenheime sind inzwischen
Aktienfonds, auch hier in Regensburg, vor allem hier in Regensburg auch. Mit alten Menschen, da ist anscheinend ein Haufen Geld zu machen. Und damit die Dividende an die Aktionäre der verschiedenen Fonds wirklich möglichst hoch ist, wird an der Pflege gespart, bis die Schwarte kracht. Vor kurzem hat Rechterstatter ein Interview mit Pflegekräften des privaten Pflegeheims Candis veröffentlicht. Die Zustände, die diese Pflegekräfte uns schildern, die sind einfach unglaublich. Weil Inkontinenzmaterial gespart werden muss, müssen die Pflegekräfte teilweise alte Handtücher herschneiden. Sie können ja die alten Menschen nicht einfach in ihrer eigenen Scheiße und Pisse liegen lassen. Ne? Oder weil oft bleiben die Seniorinnen ohne Frühstück, weil es die wenigen Pflegekräfte nicht schaffen, alle rechtzeitig fertig zu machen. Damit dann ist das erste Essen für die alten Menschen eben das Mittagessen. Und das bei Heimpreisen, mit denen andere einen Monat lang Kreuzfahrt machen. Also es sind wirklich Menschenrechtsverletzungen, die hier mitten in unserer Stadt tagtäglich passieren. Aber wir erfahren nur selten davon, weil eben im Arbeitsleben, da gibt es keine Demokratie, keine Meinungs- und keine Informationsfreiheit, sondern Weisungsgebundenheit und Geschäftsgeheimnis. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Anzeige und Klage und Strafe rechnen. Nun, jetzt wieder zu unserer Vorstellung einer Utopie. Alles Gewerbe muss in ArbeiterInnenhand. Aber jetzt nicht nur theoretisch, so wie es im autoritären Sozialismus war, sondern ganz praktisch und real. Die ArbeiterInnen im Betrieb bestimmen selbst über ihre Produktion, über das was und das wie. Nur so wird aus entfremdeter Arbeit wieder erfüllende Arbeit. Und das wie, jetzt wird es immer finsterer, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen, genau. Und es gibt auch kein Geschäftsgeheimnis mehr, sondern alles kann gesellschaftlich diskutiert werden. Durch die Transparenz ist bekannt, was da ist und was verbraucht wird. Statt Gewinn wieder das Prinzip der Bedarfsdeckung. Und Ressourcen, keine ressourcenverschwendende Konkurrenz mehr, sondern Bedarfsbefriedigung. Okay. Das ist jetzt übrigens nicht. Jetzt habe ich schon eine. Sonderlich utopisch. Oder gar neu. In Argentinien beispielsweise, da gibt es über 400 Betriebe, die von den ArbeiterInnen per Streik und Besetzung übernommen worden sind. Und seitdem unter gemeinsamer demokratischer Kontrolle aller Beschäftigten produziert. In Europa, da ist es zum Beispiel Biome zu nennen, eine griechische ehemalige Baustofffabrik, die in der Finanzkrise pleite gegangen ist. Der stillgelegte Betrieb wurde 2012 von den ArbeiterInnen besetzt und die Produktion wurde wieder aufgenommen. Heute produziert Biome auf gemeinsamen Beschluss der Arbeitenden hin, statt giftiger chemischer Baustoffe, so wie vorher, Bioputzmittel. Und Regensburg? Wie schön wäre es, wenn jetzt die Alten in den Altenheimen nicht für die Rendite anonymer AktionärInnen dahin vegetieren müssen, sondern wenn das Candis zum Beispiel, das Cursana, das jetzt demnächst auch geschlossen werden soll, und die alle anderen renditeorientierten Heime von den Pflegekräften selbst übernommen werden würden. Wenn dort Transparenz statt Schweigepflicht herrschen würde, dann gäbe es mit Sicherheit in Regensburg keine Menschenrechtsverletzungen mehr. Auch hier könnte unsere Kommune selbst im Kapitalismus schon einiges tun. Statt öffentliche Aufgaben zu privatisieren, könnte sie diese wenigstens wieder rekommunalisieren. Statt BürgerInnen eigene Unternehmen wie die REWAG, die Stadtbau, die RVV oder viele andere in GmbHs umzuwandeln und mit Renditeverpflichtungen, könnte diese wieder von städtischen Beamtinnen geführt werden. Wir würden Hunderttausende von Euro sparen, einfach weil wir die Löhne oder Managerkosten für die Geschäftsführerinnen der GmbHs sparen würden. Und
wir würden wieder demokratische, öffentliche Kontrolle zurückgewinnen. Denn dann würde zum Beispiel der Strompreis nicht hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Schweigepflicht für die Stadträtinnen, die im Ausschuss dieser Unternehmen sitzen, diskutiert oder beschlossen werden, sondern das würde dann im Stadtrat öffentlich diskutiert werden, wie der Strompreis ist. Es ist einfach unglaublich. Also Dutzende Betriebe, die gehören uns, der Bevölkerung, aber wir dürfen nicht wissen, was da vorgeht. Das ist nur der Pervers, das ist eigentlich nur eine reine Verarschung. Keine Transparenz. Keine Transparenz. Aber wir wissen, eine Rekommunalisierung wird es in Regensburg nicht geben. Weder wollen unsere Vertreterinnen der Stadträte, die Stadträtinnen mehr öffentliche Kontrolle ausüben, noch wird unsere kapitalistische Verwaltung in diese Richtung auch nur einen Finger rühren. Auch hier müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, aus Regensburg ein Gemeinwesen mit solidarischer Ökonomie zu machen. Auch dies ist nicht neu. 1871 haben dies beispielsweise die Pariser Kommunardinnen geschafft. Brecht hat da so ein sehr schönes Lied drüber geschrieben und das möchten wir jetzt zum Abschluss von diesem Komplex praktisch als Handlungsanweisung euch vorspielen. Resolution der Kommunardinnen. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten soll. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestiehlt, haben wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass da Häuser leer stehen, während ihr uns ohne bleiben lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, es gibt so viel Kohle, während es uns ohne Kohlen friert, haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen, in Erwägung, dass es uns dann warm sein wird. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen als den Tod. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken, in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. Nur Jesus. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unserer eigenen Führung uns noch mehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen,
fürchten als den Tod.